Herr Bremer, Sie haben bei einem deutschen Gedicht etwas sehr Interessantes festgestellt. Was denn genau? Ja, also das ist die Ode an die Freude, hat Schiller 1785 geschrieben. Und diese erste Strophe hier ist meiner Ansicht nach ein uraltes Atlantis-Epos. Es heißt ja Freude schöner Götterfunken. Also die Menschen haben sich gefreut, als sie Götterfunken sahen. In der zweiten Zeile steht, wo diese Götterfunken sind. Genau. Nämlich am Tochterraumschiff. Ja. Und das sind die Funken, die Strahlwerkfunken sozusagen. Das sind die Funken vom Antrieb, richtig. Und Tochter steht auch, wo es herkommt, aus Elysium. Das Mutterschiff ist sozusagen Elysium gewesen. Wenn ich Sie richtig verstehe, ist Atlantis ein riesengroßes Raumschiff, das entsprechend überall auf oberhalb der Erde sein konnte, richtig, in verschiedenen Kulturen. Richtig, ganz genau. Jede Kultur berichtet darüber. Und Schiller bestätigt, dass Atlantis eine Raumstation der Außerirdischen war. Denn das Atlantische Meer ist meiner Ansicht nach der Himmel gewesen. Atlas hat den Himmel getragen. Die Himmelskugel, der Herr Atlas, ja. Jetzt weiß man doch, dass Atlantis untergegangen ist. Was ist jetzt passiert? Ja gut, das Problem ist offensichtlich, dass Atlantis einen Triebwerksschaden hatte. Dieses friedliche und für die Menschen nutzbringende Atlantis hat sich später zum Satan, zum Teufel entwickelt. Der Teufel hatte einen Klumpfuß. Dieser Klumpfuß deutet auf einen Antriebsdefekt. Und deswegen hat sich Atlantis immer mehr der Erde genähert. Und hat riesige Verwüstungen auf der Erde hervorgehoben. Und im Harz spricht man ja sehr viel von Hexen. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass diese Hexen auch nicht irgendwo aus der Luft gegriffen sind, sondern eine Realität dargestellt haben vor 12.000 Jahren. Diese Hexen waren die Zubringerschiffe für Atlantis. Die kleinen Hesekiel-Zubringerschiffe, und die sind dort offensichtlich auf dem Hexentanzplatz gewartet worden. Und anschließend flogen sie hoch, die Hexen, und tanzten dort mit dem Teufel, heißt es in der Überlieferung. Das ist ja völlig logisch. Sie dockten am äußeren Ende an, dort wo die Schwerkraft wirkt, und da das Ganze sich zur Schwerkrafterzeugung drehte, tanzten die Hexen um den Teufel herum. Völlig jetzt logisch. Kommt das jetzt klar. Und auf der Rostrappe sieht man den Rückstoßstrahl der Triebwerke.